So, hallo und herzlich willkommen Disney Infinity Freunde zu einer weiteren Folge Let's Play Disney Infinity natürlich. Und wir sind in der Monster Uni und da muss ich sagen, habe ich gedacht, dass ich hier durch wäre, aber ja, ihr habt mir geschrieben, nicht nur einmal, nicht zweimal, sondern insgesamt waren es 15 Nachrichten, dass ich auf so einen Turm muss und ich habe gesucht und gesucht und gesucht. Und dann habe ich mir so gedacht, das ist doch bestimmt der Turm da oben. Seht ihr? Und hier geht's auch sofort los. Hier muss ich jetzt auch die erste Herausforderung sofort machen. Aber bevor ich die mache, setze ich mir mal lieber Kopfhörer auf den Kopf, damit ich auch noch was mitkriege hier im Freien. So. Und. So. Ne? So, alles klar. Da möchte ich ja, bevor ich jetzt hier anfange, erstmal sagen, vielen, vielen Dank, weil ich bin ganz ehrlich, Freunde, ich hätte jetzt einfach die Monster-Uni ja so links liegen lassen, sag ich mal, hätte da gar nicht weitergemacht. Ich wette, einer dieser Scherzschubser könnte uns helfen. Wenn ihr mich nicht darüber informiert hättet, dass es hier weitergeht. So, Scherzschubser, sagt der gute Kollege, heißt, wir müssen Telefon zu der, so eine Pinnwand vielleicht dahin basteln. Ich gehe jetzt mal erstmal hier runter. So, genau. Darüber. Yes, so machen wir es. Alles klar, jetzt. Zack. Ich warte hier. Richtig cool. Wie komme ich jetzt da oben dran? Okay, so wahrscheinlich nicht. Und sie haben uns direkt zum Uhrturm geführt. Ja, cool. Harry und Terry wurden oben angebunden. Ich wette, du bist stark genug, um hochzuklettern und sie zu befreien. Ja, richtig cool auf jeden Fall. Ich wusste es wirklich nicht. Und hier, guckt euch das an, Freunde, hier ist auch der Tresor. Ganz zum Schluss ist hier dieser Monster-Uni-Tresor. Stimmt, den haben wir auch noch gar nicht geöffnet. Den habe ich auch gar nicht mehr dran gedacht irgendwie. Richtig krass, richtig krass. Also da habt ihr wirklich ein Gut bei mir, Freunde. Habt ihr wirklich ein Gut? Ja. Ne, so ist das, ne? Aber so ist das, Freunde. Eine Hand wäscht die andere. Ne? Wir helfen uns ja alle gerne. Ne? So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier so Schönes drin ist. Weil solche Riesentresore sind immer cool, muss ich sagen. So, schauen wir mal. Die Monster-Uni-Toybox, ja, ist logisch, ne? Ist ja ganz klar. Dann haben wir die Monster-Uni-Himmel. Auch geil. Art. Richtig cool. Jetzt können wir den auch in der Toybox machen. Die Monster-Uni-Campus. Squishy ist jetzt auch in der Toybox verfügbar. Das Monster-Uni-Eingangstor auch. Noch mehr. Oh, das war's. Ja, auf jeden Fall richtig cool, dass wir hier jetzt diesen Tresor auch gefunden haben. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ich habe jetzt echt gedacht, nach dem Paintball, Moppetier und alles, ne, bin ich jetzt hier durch. Aber dann kamen die ersten Nachrichten und die kamen und kamen und kamen. Und ich soll halt unbedingt weitermachen und da kommt noch was. Und ihr wollt das alles sehen und jetzt bin ich hier runtergefallen. Okay, ich muss da hoch. Da sind, glaube ich, auch die mit den beiden Köpfen, ne? Die ganz am Anfang schon weg waren. Und hier sind sie. Tja. Wer soll das wissen, Freunde? Wer soll das wissen? Ich weiß das nicht. So, jetzt kletter ich hier erstmal von rechts nach links. Vielleicht ist es euch ja aufgefallen. Bessere Grafik, Freunde, genau. Denn ich habe mir ein neues Aufnahmegerät geholt. Und ist jetzt zwar immer noch nicht HD-Aufnahme, richtig, aber auf jeden Fall schon geiler als vorher, muss man ja schon mal so sagen. Ne? Leider gibt es Disney Infinity noch nicht für die PlayStation 4, sonst würde ich das nämlich auf der PlayStation 4 alles aufnehmen. Obwohl ich sagen muss, da muss ich ja wieder alles neu machen. Ne? Der speichert die Spielstände ja leider nicht auf dem, wie heißt das Dingern? Auf der Welt hier, auf dieser Weltenfigur. So, was haben wir denn hier? Guck mal hier, noch mehr kleine Tresore. Don Carlton, auch jetzt in der Toybox verfügbar. Richtig geil, Freunde, richtig geil. Jetzt muss ich darum, ne? So, jawohl. Zack, zack. Einmal noch ein höher. Okay, zack.
Boah, da muss man erstmal hoch, ne? Da muss man erstmal hochkommen. Hast du Terry und Terry gefunden? Noch nicht. Warte doch mal, Digga, warte doch mal. Vielleicht jetzt. Ich gehe mal von aus, dass wir die jetzt gefunden haben. Ja, nee. Aber jetzt hier hoch. Da ist nochmal eine Kapsel. Eine Wand. Da sind sie. Super. Wir wussten die ganze Zeit, wo ihr seid. So, bitteschön. Danke für die Rettung, Leute. Aber wir können nicht hierbleiben. Wir müssen den anderen erzählen, was wir über die Schrecktech erfahren haben. Habt ihr doch gesagt, das wird ein Volltreffer. Boah, ist das geil, Freunde, oder? Das ist richtig geil. Jetzt sind wir wieder in Führung. Wird Zeit, mal kräftig auf die MU-Farbtube zu drücken. Mit dem Scherzwerfer gibst du deinem neuesten Streich den letzten Jau. Paintball-Pistolen in dieser Pinnwand. Oder bestimmt gibt's den auch in Telefonzellen. Richtig gut, so. Pinnwand, blaue Farbe, jawoll. Notdürftiger Glatzenverdecker. So, was, hier ist jetzt gar nichts mehr, kann das? Ja, dann gehen wir erstmal wieder hier runter, würde ich sagen. Einmal, das geht leider nicht, da habe ich gedacht, dass das so geht. Okay. Von deiner Seite aus öffnen? Boah. Ja, ich öffne das Tor, genau. Ich muss das Tor öffnen, aber ich will die Kapsel haben. Jawohl. Alles klar. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Da oben ist auch noch eine Kapsel, aber komme ich nicht dran. Zu dir komme ich jetzt gleich. Finde ich cool, dass wir hier neue Herausforderungen machen müssen. Jawohl, hier kommen wir auch rüber. Hammergeil. Ja, wer hätte das gedacht? Ne, ich auf keinen Fall. Ich habe gedacht, Monster-Uni, zack, bumm, fertig. Und ja, so wurde ich eines Besseren belehrt. Und jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass ich hier so eine Fahne vergesse. Deswegen ist das so ganz cool. Triklops. Drei Augen haben wir jetzt gekriegt, auch für die Toybox. Einmal schnell hier hoch, einmal gucken, was hier ist. Ah, okay, hier geht es einfach wieder hoch, okay. Da ist aber auch eine Kapsel, Freunde, hier ist auch eine Kapsel. Und so läuft der Hase dann. Mm-hmm. Oh, was ist los? Das geht nicht, okay. Aber ich muss das Tor ja aufmachen, ne? Das ist ja klar. Warum? Wie komme ich denn da raus? Der hat doch gesagt, kann ich das Tor nicht aufmachen. Vielleicht muss ich erstmal da oben die Aufgabe machen. Vielleicht ist das so. Vielleicht muss ich den Schlüssel auch für den hier finden, ne? Kann ja auch sein. Schauen wir mal. Da seht ihr, hat das doch was mit der Statue zu tun. Hey, was macht ihr Kids hier hinten? Ach, was soll's. Verschwindet nur einfach schnell vom Hauptcampus. Ihr könnt die Tore mit den Erschrecken-Taste öffnen. Na, okay. Sag ich ja gerade. Na, gerade ging's nicht. Warum geht's jetzt? Aha. Bring offen. Jawohl. Ah, jetzt gehen noch mehr Tore auf. Ich werd bekloppt. Ist das cool. Schon 6 Stunden dabei, aber immer noch nicht zu Ende hier. Zack, Telefonzelle. Zack, was haben wir hier? Zeig das jetzt. Boah, jetzt bin ich aber dick. Er schießt auf mich. Ach komm, lass ihn da in Ruhe, da den alten Rabauken hier. Da hinten ist eine grüne Kapsel, die ist natürlich viel wichtiger. Ka-ching. Wand. Kriechbeton, okay. Okay, jetzt hau ich erstmal hier ab. Jetzt gehe ich erstmal hier raus und versuche mal noch andere Tore zu finden, die ich hier öffnen muss. Ey, sag mal, was ist denn hier los? Könnt ihr mich mal bitte in Ruhe lassen? Ich habe andere Sachen zu tun, als mich jetzt hier mit euch rumzuärgern, Freunde. So, da sehe ich schon auch wieder eine neue Aufgabe. Ja, finde ich richtig gut. Da das hier weitergeht, passt auf jeden Fall. So, Squishy. Willkommen zurück. Aber wir dürfen keine Zeit verlieren. Du musst die neue Info von Terry und Terry zu Don bringen.
Er ist auf dem Dach des Auditoriums und denkt über unseren nächsten Schritt nach. Okay. Auditorium, kein Plan, wo das ist. Aber ist ja gut, dass wir hier diese Viereck-Taste drücken können, dass wir dann ein, eher so eine Hilfe-Pfeil bekommen, wo wir dann auch lang laufen müssen. So, jetzt gehe ich erstmal hier hoch und der Dicke ist natürlich ein bisschen langsam. Was öffnet sich denn jetzt? Aha. Aha. Okay. Okay, okay, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Katsching, katsching. Und ich habe mich bestimmt hier immer so rumgequält, ey. Und dabei ist das alles so einfach gewesen. So, dahin ist noch eine Aufgabe. Ich werde bekloppt. Alles voller Aufgaben hier. Ist das genial. Deshalb bin ja auch ich ein Schrecker und nicht du. Ach, hier hoch ist das. Alles klar. Gut, dann schauen wir mal, wie wir da jetzt hochkommen. Hier. Genau. Bräh. Jawohl. Patsching, patsching, patsching. Und jetzt? And now? Muss ich vielleicht noch ein Auge anschreien hier? Okay. Schauen wir mal, ob wir hier hochkommen, genau. Schon mal eine Kapsel haben wir gekriegt. Das sieht eigentlich schlecht aus. Da war irgendwo eine Kapsel. Habt ihr die auch gesehen? Nein, nicht runter. Oh. Egal. Okay, schauen wir mal, ob wir hier irgendwo schreien müssen. Aber es sieht nicht so aus, ne? Dann versuche ich mal, das Ganze von hier aufzuräumen. Ob ich von hier so hochkomme. So, das geht auch nicht. Hey, wenn ich das jetzt mache, dann falle ich ja runter, ne? Ja, ich hab's gewusst. Aha, okay, dann müssen wir jetzt... Ach, die Dinger gehen auch wieder zu. Ach so, kann halt sein, dass ich mich ganz schnell beeilen muss. So, jetzt muss ich ganz schnell das andere auch machen und dann muss ich da ganz, ganz schnell hoch. Vielleicht ist das so, dass das alles ganz, ganz schnell gehen muss. Schauen wir mal, jetzt beeile ich mich mal ein Stück. Zack, 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 zack. Oh. Anscheinend nicht. Nee. Okay, das ist natürlich jetzt was, wo ich gleich mal in Ruhe gucken muss. Einmal versuche ich jetzt noch. Und dann gucken wir mal nach. So. Jetzt gehe ich hier hoch. Da hält er sich ja auch nicht dran, ne, der Kollege? Also hier ist irgendwie gar nichts. Nichts, aber wirklich nichts, nichts. Aber das kann ja damit nicht zusammenhängen, oder? Ich kann es mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass das damit zusammenhängt, weil, nee. Nee, 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 nee. Auf gar keinen Fall. Ja, wisst ihr was, Freunde? Wir sind auch schon wieder am Ende unserer Zeit. Ne?
Ich würde sagen, ich probiere das jetzt nochmal aus. Ihr werdet mir bestimmt jetzt gleich schon mal in die Kommentare schreiben, wie ich das jetzt hier zu machen habe. Aber bis dato werde ich das bestimmt auch selbst rausgefunden haben. Und ja, Freunde, in dem Sinne möchte ich mich nochmal bedanken, dass ihr mir gesagt habt, dass es bei der Monster-Uni weitergeht. Und ja, ich bin raus und bedanke mich bei euch fürs Anschauen, Zuhören, alles andere auch. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut da rein, bis zum nächsten Mal.